Und damit einen wunderschönen herzlichen Willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015. Wieder mit am Start unser Roro. Ja, hallöchen. Ja, bald neigt sich's dem Ende, es werden immer weniger Folgen. Ja. Weil ja bald alle 17 kommen. Genau. Oh, freue ich mich. Wir werden natürlich ein paar, wir produzieren aber ein bisschen vor, weil wir aus privaten Gründen ja, auch nicht immer aufnehmen können. Mhm. Deswegen tun wir immer ein paar Folgen vorproduzieren. Also habt ihr da noch ein paar Folgen mehr am Tag, wenn dann LS17 draußen ist, weil dann kommen noch ein paar LS15 Folgen. Ja. Sind nicht viel, aber ein paar kommen noch. Kleines bisschen sozusagen. Da durften zwei, drei sein. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ein Stegreif. Könnten nur 5 sein. Ja, aber sehen. Ist ja nicht so schlimm. Also in 2 Folgen werden es auf jeden Fall noch sein. Ja. Ich hatte das zwar alles ausgerechnet gehabt und ausgeknobelt und hab da nicht gesehen, aber ich glaube selten. Ja, warte, warum schalten wir dann an, wenn wir dort sind? Irgendwo habe ich mitten im Satz aufgehört zu reden und ich weiß nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Ich bin schon wieder so durcheinander, ey. Ha, diesmal bin ich nervös. Na, es färbt ab von dir. Was? Das färbt definitiv von dir ab, Roro. Das kannst du nicht abstreiten. Nein. Wisst ihr? Du hast gerade zugegeben, dass man es nicht abstreiten kann. Ja. Hast du gut gelernt von mir. Bist doch lernfähig. Du hast ja Opa ganz schöne Kleckse gemacht. Ich? Hm? Muss geschmeidiger umlenken. Haha, geschmeidiger. Hm? Und sonst jetzt noch, ne? Ich sollte vielleicht auch mal mit Außenperspektive vorne, dann krieg ich das vielleicht ein bisschen besser hin. Hm, glaube auch. Aber der Traktor fährt aber wohl teilweise ganz schön schnell. Wieso? Ja, das geht wenn du die Geschwindigkeit vergleichst mit dem Mähdrescher. Ja, Mähdrescher. Weißt ja. Da kannst du die Kurven geschmeidiger nehmen, als wenn du mit dem Traktor Vollgas gibst. Ja, dann musst du mal einfach Gas runtergehen bei den Kurven. Ja, gefühlvoller Gas. Ja, ja. Nicht immer nur Vollgas. Das hab ich schon von dir gelernt mit Bleifuß und so. Naja, ich kann aber besser fahren wie du. Das behauptest du. Ja, behaupte ich auch. Oh. Siehste, gucke, siehste. Hätte ich nie gebremst, du. Hätte ich ohne nicht gebremst. Rücksicht fährst du schon wieder. Nein, ich habe Vorfahrt. So. Du bist von links gekommen. Ich bin von rechts gekommen. Nein, das war links. Vom was? Ich war auf der rechten Seite von dir aus. Ja, rechts vor links. Wer hat hier den Führerschein, du oder du? Ja, der Meinung bin ich auch. Hast doch mal aufgepasst. Dachte, ich kann dich überlisten. Ach. Was? Bremse doch mal. Ja, ein bisschen breiter deine Spur, die Spur hier, aber das ist nicht so schlimm. Was, schon wieder Mist gemacht? Ja? Nein. So, jetzt sind alle beide voll. Na toll. Der wird bergab noch schneller, ey. Meiner war auch voll wieder bergab. Ja, ich merke. So. Jetzt gleich musst du die andere umher, wo ist denn der schon?
glaube, jetzt muss ich wieder alles durchgehen, bis ich den habe. Ernsthaft das klein bisschen noch? Meine Güte. So. Ja, mit dem Ladewagen kriegst du aber nicht so die Kurven wie mit dem. Nee, ich hatte auch meine Schwierigkeiten, wo du gefahren bist, letztes Mal. Da müssen wir doch mit Absätzen machen, Kacke. Und da musst du nämlich noch besser fahren, also du hast dann die Kurven noch ein bisschen enger gefahren wie ich jetzt. Und das war richtig heftig. Müssen wir doch mit Absätzen machen. Also doch. Okay. Du kommst ja aus dem Ruder nicht mehr raus. So war es bei mir auch. Schade. Wäre cool gewesen. So, weg. So. Ja. Weil du hast ein ganz anderes Lenkverhalten bei dir. Ja. Weil ja noch ein Hänger mit dran hängt. Ja, erstens das und zweitens. Und es sammelt ja nur der Hänger ein. Ja. Und bist du mit dem Traktor auf der Spur, ist der Hänger noch lange nicht auf der Spur. Deswegen musst du, wenn du jetzt in der Kurve gehst, ein bisschen versetzt fahren. Damit der Anhänger genau in der Spur bleibt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Kommt drauf an, wie. Bin ich nie mit Anhänger gefahren. Ja, es kommt immer drauf an, wie dein Anhänger. Also, wie weit weg der zum Aufsammeln ist, weißt du? Und wie lang der Anhänger ist. Ich hatte ja nur BE machen wollen damals. Also B statt BE. BE ist ja dann mit Hänger. Ist mit Hänger, ja. Also fahre ich jetzt ganz normal, oder wie? Jo. Okay. Dann muss ich erstmal wieder eine gerade Linie machen hier. Och, die geht schnell. Brauchst du noch hoch und runter fahren? Ja, aber. Der Rest wird ja dann alleine gerade. Ah, die Fitzerchen lass ich stehen. Scheiß drauf. So viel Geld gibt's auch nicht mehr für Strom. Außerdem haben wir einen Kredit zurückzahlen können jetzt. Ich könnte ihn jetzt komplett zurückzahlen, ja. Das sag ich ja. Könntest du mal zur Seite fahren? Ja, danke. Nee. Hab's von dir gelernt. Oh, jetzt irgendwie wieder halbwegs gerade. Irgendwie so. Ist das hier? Ja. Tu mit eingruppen, die Fitzelchen. Ist vielleicht auch gut für die anderen. Ein bisschen Dünger. Extra Dünger. Genau. Ich glaube, bei LS17 geht das auch. Sogar. Ja, aber da musst du Ölrettich eingrubbern. Ich weiß es ja nicht. Ja, das war Ölrettich. Werden wir alles sehen. Das weiß ich noch. Spring mal. Erntemaschine weiter hoch. Ist die fertig? Ja. Oh. Feld 30 ist fertig. Gut, da kann die ja schon Feld 24 anfangen. Genau. Kannst du ja so machen, dass du auch das Feld mitmachst? Hast du mal beide im Blick? Ja. Wo ist denn überhaupt der LKW? Ist der auch auf dem Feld 24, oder? Ja, der ist auch da oben, ne? Okay.
Aber du kannst ja erstmal einen Traktor mit hochbringen. Nein. Den beletzt, oder? Du musst den Drescher ja auch erstmal hochfahren, oder? Ja, ja, musst du, ne? Sonst kannst du ja nie dreschen. Ja, deswegen. Oder wir lassen es jetzt mit der Spur ablagen. Nö. Oder? Ja, wirklich viel Geld kriegen wir auch nicht mehr. So viel Stroh brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Na gut, Stroh haben wir ja genug im Lager. Deswegen. Also theoretisch könnten wir auch die Ablage ausschalten. Da hätten wir sogar einen Hänger, den wir wieder verkaufen können. Das willst, wieso willst du den verkaufen? Ja, wenn wir keinen Strom mehr machen. Ich meine, es ist ja auch nicht mehr lange hin, bis... Ja, dann kannst du ihn auch lassen. Ich würde ihn lassen. Aber ohne Stroh jetzt? Ja, aber ohne Stroh dann, ja. Gut. Also fällt 24, weil das hier, was ich jetzt noch mache, kann ich auch gleich noch mitmachen. Das ist... Ich bin nämlich auch gleich fertig hier. Bist du voll? Ne, nö. Ja, 63-64%. Und da würdest du den hochfahren schon? Na, warte. Ja. Fahr hoch. Kann ja auch oben entladen. So. Jetzt mach hier Strohablage aus. Jo. Hab ich jetzt oben auch bei dem? Als Stroh kriegt man eigentlich auch so gut wie nix. Jo. Schöne Schäfchen. Meh. Ich hätte nie nach den Erdäppeln gucken. Oh, sollen. Was machst denn du? Ich habe nach den Erdäppeln geguckt und da war der Stahlholzzaun noch im Weg. Mhm. Immer geradeaus. Immer die Augen geradeaus. Da kommen wir ja bald mal Erdäppel verkaufen. Besser. Ich weiß ja nicht, wie der Preis ist. Das ist schon, aber der wird wohl besser sein jetzt als bei Mais. Du kannst ja mal schauen. Kann ich tun. Mache ich, während ich auskippe, das Stroh? Wieso bist du voll? Der Hänger ist voll, ne? Du hast ja mal ganz ungünstig hingestellt hier, echt. Den? Ja, den Trecker. Meinst du? Ja. So, da steht er nicht im Weg. Ja, aber gerade wäre besser. Kannst du die Straße frei fahren? Ja, aber ich komme fast kaum durch, ey. Du musst ja nicht so breit machen. So, und wieder zurück. So, jetzt wieder vor. Da kannst du ja wieder den fahren. Oder du lädst uns erstmal ab. Ich muss jetzt erstmal eine Weile noch Stroh machen, was da unten ist. Das, was ich einsammeln kann, sammle ich ein. Das wird halt mit eingekrobbert. Jetzt mache ich den hier mal an. So, Strom müsste da auch hier irgendwo stehen, ne? Wo ist jetzt hier der... Da ist er. Stroh steht hier nirgendwo. Ja. Wieso hast du das also da hinten hingestellt? Hä? Wo ist... Hier steht nirgendwo Stroh hoch. Was, wo? Wie? Na, beim Verkauf hier. Steht nirgendwo Stroh. Was, wie, wo? Stroh. Wo bist du denn? Ich soll doch gucken wegen Preis für Stroh. Nicht wegen Stroh. Hast du doch gesagt? Nein, Kartoffeln. Ach, Kartoffeln. Wie kommst du jetzt auf Stroh?
Weiß ich doch immer. Da sind Kartoffeln. Ja, super. Okay, bei der BGA Hof 190. Mach mal ein bisschen, ich rutsche mal, ich rucke mal ein bisschen. 318 bei der Reederei. Der Preis ist auch steigend. 303 bei der Transportfirma. Ja, Reederei wird nur 318 Euro die Tonne kriegen. Preis steigend. 318 Euro? Die Tonne. Also nicht viel. Nö, aber. Wir warten dann mal ab, würde ich sagen, und werden wir ja sehen, wie viel. Weil er wird ja nochmal steigen. Hm. Weil der Pfeil ist grün und zeigt nach oben. Was hat der gemacht? Ja. Ja. Oh, braucht er ewig, rückwärts zu fahren. Ja, Leute, Leute, Leute. Oh, da fährt Park runter, jeder fährt er besser. Oh, wir sind am Folgenende. Und wir sind dran, Roro. Weiß nicht. Ich auch nicht. Ach, ich mache einfach. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht doch ein Like oder schreibt etwas in die Kommentare oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde uns freuen. Das war's mal für heute. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.